Hallo, Susi hier von die Männerküche. Ich bin immer auf der Suche nach super leckeren Rezepten oder nach neuen Foodtrends, um die dann alltagstauglich zu machen. Das heißt, Zutaten, die kein Mensch kennt, die man eh nirgendwo kaufen kann, die fliegen einfach raus aus dem Rezept, werden vielleicht durch andere ersetzt oder auch nicht, weil meistens braucht man auch nicht unbedingt alle Zutaten, die in den Rezepten drin stehen. Oder komplizierte Zubereitungsarten, Weisen, wie auch immer, lassen wir einfach weg. Und dann könnt ihr die super leckeren Sachen ganz einfach jeden Tag zu Hause nachkochen. So, und heute haben wir ein lecker, Schmackofatzi-Rezept. Und zwar, der ein oder andere kennt sie vielleicht schon, sind das diese Nutella-Zimt-Rolls, die dann in der Pfanne gebacken werden. Und die machen wir heute. Und jetzt zeige ich dir, wie man die ganz schnell nachmachen kann. So geht's. Im Originalrezept benutzt man Toastbrot, das nehme ich auch. Und dann schneidet man den Rand ab. Ich frage mich, warum, denn ich bin keine 5 mehr, also das lassen wir einfach weg. Zumal, wenn der Rand, was mache ich da mit dem Rand? Da muss ich den ja wegschmeißen. Also, wir nehmen das Toastbrot und rollen einfach mit einem Nudelholz das richtig platt. So. Braucht man etwas Kraft dafür. Vor allem mein Brett rutscht hier in der Gegend rum. Ein Tipp, wenn dein Brett rutscht, leg einfach einen nassen Lappen unten drunter. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. So, jetzt haben wir hier so ein schönes, lappriges Toastbrot. Darauf schmieren wir jetzt leckere Schokoschmiere in dünn. Bitte erst rollen und dann die Schmiere drauf schmieren. So, lecker, lecker. Drauf mit der Schokocreme. Zack. Und dann rollen wir das Toastbrot einfach ganz eng zusammen. Achso, im Originalrezept sollte man dann zwei zusammen machen, aber die haben dann eh nie gehalten, deswegen. Es funktioniert auch super mit nur einem. So, ich halbiere mir das jetzt mal, damit ich es besser in meine Schale reinbekomme. Denn jetzt nehmen wir falsch. Andersrum. Erst eine leere Schüssel. Dort geben wir rein ein Ei und etwas Milch. Ein kleiner Schwups. Und verquirlen das Ganze miteinander, damit dann gleich unsere Zimt-Zucker-Mischung an den Rolls dran klebt. So. Dann habe ich mir ein bisschen Zucker mit Zimt zusammengemischt und dann gebe ich die Rolls einmal in mein Ei. Bisschen abtropfen lassen. Und dann schmeiße ich die in mein Zucker-Zimt-Gemisch rein. So. Und dann wälze ich die einfach da drin rum. Und dann sind die ersten zwei schon fertig. Ich mache jetzt noch ein paar und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt mal ein paar solche Röllchen gemacht hier, schön in Zucker und Zimt gewälzt. Gebt jetzt in eine heiße Pfanne, wo ich etwas Öl reingetan habe. Und ist mir gerade so eingefallen, früher, vor, keine Ahnung, 20 Jahren, haben wir diese Dinger als arme Ritter gemacht. Da waren sie halt nicht gerollt, sondern einfach nur Toastbrot in Ei. Bisschen Zucker, Zimt drauf und dann in der Pfanne gebraten. Sehr lecker. Pass nur auf, dass du die Pfanne nicht zu heiß machst, dass der Zucker dann nicht verbrennt und schwarz wird. Also ich habe die jetzt mal so auf mittlerer Hitze stehen und jetzt werden die schön langsam etwas angebraten. So, jetzt werden wir mal schauen und werden die hier schon mal vorsichtig wenden. Oh, das riecht schön nach Zimt. So ein bisschen wie auf Rummel. Lecker Zimtröllchen. So gebrannte Mandeln, so ein bisschen riecht das. Lecker, lecker. So, dann lassen wir die einfach 3, 4, 5 Minuten in der Pfanne schmorgeln und dann sind sie schon fertig. So, meine Nutella-Zimtröllchen sind jetzt fertig. Schau mal. Oh, lecker. Wie das riecht. So geil.
Wenn dir das Rezept gefallen hat, gib dem Rezept unbedingt einen Daumen nach oben. Und wenn du noch mehr solch leckeren Rezepte sehen möchtest, die alltagstauglich von mir gemacht wurden, dann abonniere gerne meinen Kanal. Dann freue ich mich, denn ich möchte dir unbedingt jeden Tag ein neues Video online stellen können, damit du nicht verhungerst und generell, weil mir das einfach so viel Spaß macht. Also abonniere den Kanal, hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Susi. Tschüss.